you <laughs> Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Markthaus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und wir haben Dienstag, den 15.12.2015. 10 Uhr ist es ganz genau. Nach einem. Schwächeren Start kann der DAX sich durchaus positiv entwickeln, aber auch die amerikanischen Indizes, die ziehen deutlich an. Hier der Dow Jones gestern Abend von 17250 insgesamt schon 200 Punkte äh, weiter oben, konnte die wichtige Tages EMA 200 nach oben hin knacken und das ist positiv für die Long Position, die wir aufgebaut haben. Ich ziehe das mal ganz schnell rein. Hier haben wir die Long Position aufgebaut hier unten. Unter anderem dann nochmal nachgelegt. Und ja, alles in allem muss man sagen, das läuft soweit zufriedenstellend. Im DAX habe ich noch eine Long-Position hier laufen bei 10.250 oder was das ist. Ähm, Stop Loss bei, muss ich jetzt selbst nachschauen, was ist das? Weiß ich nicht. 10.189,1 äh, anscheinend. So. Ja, und ähm, damit bin ich eigentlich recht zufrieden. Die übergeordnete Lage sieht wieder deutlich bullischer aus. Wir hatten gestern hier eine schöne Stabilisierung. Damit hat der SP eigentlich wieder Platz bis 2093. Kritisch wird es nur, wenn der äh, SP unter 1985 geht. Dann äh, wird vermutlich dann auch schon mein, äh, mein Dow Jones rausgenommen, weil dann... Scheint das hier nach unten wegzubrechen. Noch sieht alles okay aus, noch ist es okay. Ähm, Platz hat er bis 2091 und dann erst wieder ab 2150. Auch der Nasdaq ist weiterhin long. Ein sehr, sehr schönes Reversal, also eine schöne Umkehr wieder über der Tages 55er. Jetzt muss er anziehen, damit hier Potenzial ist. Das war einer der letzten Möglichkeiten, weil wenn er dieses tief geholt hätte. Deswegen bin ich gestern im Dow Jones auch long gegangen, weil dann wäre ja eigentlich der, der Aufwärtstrend de facto kaputt gewesen, doch. Kein höheres Hoch, tieferes Tief, zumindest wäre er dann sehr, sehr, sehr fragil gewesen. Und äh, von daher muss man sagen, das war so einer der letzten Chancen, wo er drehen musste, damit der Aufwärtstrend noch intakt bleibt. Jetzt hat er Platz, jetzt keine Shorts, gerade nach, dem, nach der Umkehr. Sie haben ja meine Long-Position gesehen, das heißt äh, keine leeren Worte, sondern direkte Positionierungen. Ich gehe weiter von Long-Positionen aus. Ich sehe jetzt keinen Grund hier, das zu schließen. Also das sieht eigentlich soweit gut aus. Ja. Gerade die amerikanischen Indizes NASDAQ, SP und äh, Dow Jones. Gerade hier der Dow Jones, der ähm, auch jetzt diese letzten Tiefs hier ausgehebelt hat. Das war ein sehr wichtiger Widerstandsbereich. Gerade diese 17.413. Damit ist auch eigentlich die... Bodenbildung hier unten abgeschlossen, linke Schulter, Kopf, rechte Schulter und äh, damit ist eigentlich jetzt Potenzial bis 17.700. Wir werden schauen. Morgen kommt noch Janet Yellen. Also da ist noch einiges an Potenzial. Wir haben ja noch einen riesigen Verfallstag, sowohl in Deutschland als auch in Amerika. Also da ist noch einiges an Musik drin diese Woche. Die letzte Dezemberwoche hat es in sich. Also das muss man ganz klar sagen. Auch da muss man, würde ich sagen, so wie der SMP Platz hat, hat auch der Dow Jones Platz bis 17.580 oder sogar 17.700. Also das, das, sieht soweit gut aus. Die europäischen Indizes, Kack 40, leichte Umkehr am 61.8. Retracement hier könnte sich stabilisieren, ist noch keine Trendwende. Ähm, die US-Indizes ziehen deutlich an und die ziehen dann in der Regel auch die, äh, die deutschen Indizes mit. Und wir haben hier, das wollte ich eigentlich präsentieren. So, Denken und reden gleichzeitig ist immer schwierig. So, das wollte ich, äh, das wollte ich hier für sie markieren. Das ist eben wichtig. Er hat zwar jetzt noch Potenzial. Das ist alles schön und gut. Aber für eine Trendwende muss der Kack 40 über 4.625. Da kann man jetzt natürlich sagen: Gut, wen interessiert den französischen Index? Ist einer der wichtigsten äh, europäischen Indizes und die ge geben natürlich auch ein, ein, eine Richtung. Äh, der Eurostocks hat jetzt hier eine Stabilisierung am 61.8er Retracement gemacht. Es ist durchaus legitim anzunehmen, dass wir hier bis zur 3300er Marke laufen. Also, ich gehe davon aus, dass die Hauptmusik heute in den Indizes spielen wird. Ähm, der DAX hier am 61,8er Retracement abgeprallt. Platz hat er jetzt auch erstmal bis 10.500. Also, die Indizes. So sehe ich sie zumindest, sind heute Long. WTI weiterhin Short, kann sich zwar mittelmäßig stabilisieren, aber jetzt wirklich überzeugend für Long ist das nicht. Also, das sieht alles noch nicht Long aus, zumindest aktuell. Ich würde gerne nochmal gucken, was passiert, wenn wir nochmal das Tief aus dem Jahr 2008 an antesten. Das war so 33 Dollar pro Barrel WTI. Naja, und äh, da wäre durchaus eine untergeordnete Bodenbildung, zumindest skalbar also 33,01. Sollten Sie im Blick behalten. Das sollte, de sollte man definitiv im Blick behalten. Ja, britisch Fund Cut, einer meiner Lieblingswährungspaare, ist sehr volatil, ist schön zu traden. Zu weit in der Bewegung, wenn man sich das mal anguckt, 1000 Pips schon wieder durchgezogen, ohne, ohne Gnade. Wie Costolani sagen würde, der Markt macht keine Gefangenen. Nächste Trading-Chance ergibt sich hier erst bei 2,0330. Vorher bin ich nicht bereit, irgendwas von meinem Geld da rein zu investieren. Ja, neuseeländisch Dollar US Dollar ist eigentlich ein Long Kandidat. Das einzige, was halt nicht passt, ist diese übergeordnete Situation, nämlich die Tages 200er, die hier kommt, gleichzeitig der Euro US Dollar, der hier an der Tages SMA 200 Umkehrsignale macht. Also, ich bin da momentan unschlüssig, was die Währungen angeht. Sie haben gesehen, ich bin positioniert im DAX im Dow, das ist alles kein Akt, aber hier bin ich mir noch nicht ganz so sicher, vor allem das gefällt mir hier nicht. Also, er schiebt sich zwar hier so ein bisschen nach oben, aber die bullischen Impulse verpuffen halt jedes Mal an der Tages-SMA 200. Und das ist erstmal kein gutes Zeichen. Daher halte ich mich, was das angeht, ein bisschen zurück. Der Euro-Australisch-Dollar wäre auch hier für mich an der Stelle interessanter, weil er ein klareres Ausbruchsmuster generiert. Gefällt mir persönlich eigentlich ganz gut. Ab 1.53.47. Mehr Forex-Setups habe ich heute nicht. Die Hauptaktivität läuft über die Indizes. Das war es von meiner Stelle aus. Wir kriegen um 10.30 Uhr noch. Nachrichten im Britisch Fund, 13 Uhr dann Bank of England Quartalsbericht und um 14.30 Uhr kommt dann ein Blog an US-Daten, Empire State Manufacturing Index für den Dezember. Wir haben die Verbraucherpreise, wir haben den, das Realeinkommen und das sind natürlich auch alles Werte, wo sich die FED daran orientiert. Und deswegen wird das natürlich auch hier eine gewisse Rolle spielen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen heute alles Gute, Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.